Der Umgang miteinander, ohne Wenn und Aber, dazu sind Sie verpflichtet als Stadträte und Bürgermeister, gerade in Krisensituationen. Gesellschaft im Ganzen, aber auch gerade hier im Ort, bricht auseinander. Und hier gibt es treibende Kräfte. Wir brauchen mäßigende und verbindende Informationen. Sich selbst zu beschaffen, liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wer Meinungen, Kommentare und Stimmungen von anderen übernimmt, wird auch dafür verantwortlich sein, wie er sich anderen gegenüber benimmt, wenn er keine qualifizierten Informationen vorträgt, sondern Informationen, die er geliefert bekommt, einfach nur nachplappert. Quelle Internet, was zum Lachen. Influenza-Fälle 2020 bis zum 16. März. 145.000 Grippefälle letztes Jahr. Dieses Jahr Grippefälle 465. Wollt ihr uns verarschen? Quelle RKI. Sagt mir das ZDF nicht? Warum sagt das der Stolzenberger oder ein anderer Querdenker? Gucken Sie selbst nach. Sie sind verantwortlich für Ihr Wissen und für die Art, wie Sie mit dem Wissen umgehen. Niemand anders, kein Söder, keine Merkel. Sie als Stadträte und Bürgermeister sind selbst dafür verantwortlich. Und die Landräte genauso. Man wirft uns vor, wir paktieren mit Nazis, Antisemiten und anderen. Dann muss man sich mal fragen, was waren die Methoden der Nazis? Geschichtsunterricht. Solche Schilder hat man uns hingehalten. Wir sollen bitte mal in den Geschichtsunterricht gehen, was eine Diktatur ist. Man soll mal in den Geschichtsunterricht gehen, antworte ich, wie Diktaturen entstehen. Wollte Frank Stolzenberger noch ein paar Worte sagen und danach packen wir zusammen und dann laufen wir los, wie gesagt, Richtung Brücke. Hallo zusammen, ist der Mann zufällig noch da, der eben hier eine Kritik eingeworfen hat, warum wir uns nicht einfach an die Regeln halten? Weil es ist Folgendes. Man kann im Endeffekt mit zwei Klicks nachschauen auf Seiten des RKI, dass das, was der Herr Wieler, ARD, ZDF uns vorne sagen, nicht zu dem passt, was auf den Seiten des RKI in gewissen Unterlagen drinsteht. Da gibt es Widersprüchlichkeiten und das ZDF, ARD, Fokus, wie sie alle heißen, müssten diese Widersprüchlichkeiten normalerweise behandeln. Sie tun es nicht. Das sollte Fragen aufwerfen. Informationen, sich selbst zu beschaffen, liegt in unserer eigenen Verantwortung. Wer Meinungen, Kommentare und Stimmungen von anderen übernimmt, wird auch dafür verantwortlich sein, wie er sich anderen gegenüber benimmt, wenn er keine qualifizierten Informationen vorträgt, sondern Informationen, die er geliefert bekommt, einfach nur nachplappert. Zu Kassel muss ich sagen, darf ich mal in die Runde fragen, oder hat jemand Angst, vielleicht zu sagen, ich war in Kassel, weil Kassel waren ja nur Verbrecher. Wer war in Kassel? Waren ja doch ein paar. Und ich weiß, dass hier heute einige sind aus Miltenberg, die nicht hier sind, aber auch in Kassel waren. Miltenberg war in Kassel stark vertreten. Mir ist der Tag, die Bilder, die ich von dort gesehen habe, hängen geblieben. Da ist mir der Hashtag eingefallen, 2021. Muss ich auf Demos, um zu leben? Die Gesichter, die ich dort gesehen habe, die haben gestrahlt. Die haben das Glück aufgetankt. Die haben aufgetankt, um dann Mitmenschen zu sein und sich halbwegs normal zu fühlen und frei zu fühlen. Und nicht alleine zu fühlen, isoliert zu fühlen, wie das, was im Moment über die gesamte Gesellschaft ausgeschüttet wurde. In Kassel waren drei verschiedene Veranstaltungen, kann man sagen. Es war ein Umzug, der war gewaltig. Da gibt es einen 2 Minuten Zeitraffer davon. Es gab am Friedrichsplatz eine Großveranstaltung und es gab die Schwanenwiese. Die Schwanenwiese war mit die wichtigste, weil dort waren Redner, Juristen, Ärzte, Journalisten, Politologen, die sich mit Inhalten beschäftigt haben. Das Fazit dieser 4 Stunden, die dort vorgetragen sind, das ist ein Verbrechen. Diese Krise ist ein Verbrechen. Es ist eine politische Krise und keine medizinische Krise. Und sollten diese Herrschaften Recht haben und Recht behalten,
der Corona-Untersuchungsausschuss, Ärzte für Aufklärung, Anwälte für Aufklärung, werden sich die Menschen, die hier als Landräte, Stadträte, Bürgermeister mitverantwortlich sind, wenigstens im Umgang miteinander, sich dafür verantworten müssen. Der Rechtsanwalt Holger Fischer hat am 13.03. in Wiesbaden ganz klar zum Ausdruck gebracht: Merkel muss weg, ist mir zu kurz gegriffen, das sage ich hier als Rechtsanwalt. Er sagt, die gehört vor Gericht und abgeurteilt. Er sagt nicht, die gehören verurteilt, die gehören abgeurteilt. Jedes Regierungsoberhaupt eines Bundeslandes, jeder Justizminister, jeder Gesundheitsminister gehört abgeurteilt, vor Gericht und abgeurteilt. Und wenn diese Untersuchungsausschüsse Recht behalten, wird das passieren. Und ich kann nur an unsere Kommunalpolitiker appellieren: Mäßigt euch und kommt endlich wenigstens in den Umgang miteinander, auch wenn ihr Druck von oben, von einer verängstigten Bevölkerung bekommt. Ihr steht unter Stress, das ist mir vollkommen klar. Ihr steht unter großem Stress und Druck, einmal politisch von oben, aber zur anderen Seite auch von einer komplett verängstigten Bevölkerung. Seit einem Jahr wird die Bevölkerung verängstigt, beängstigt. Sie hat Angst vor diesem Virus, sie hat Angst vor dieser Pandemie und die Zahlen des RKI geben das einfach nicht her. Das muss man sich angucken. Quelle Internet, was zum Lachen. Influenza-Fälle 2020 bis zum 16. März. 145.000 Grippefälle letztes Jahr. Dieses Jahr Grippefälle 465. Wollt ihr uns verarschen? Quelle RKI. Ich zitiere Rechtsanwalt Dr. Rainer Füllmich in Kassel am 20.03. Wir alle werden dieses abgrundtief böse Spiel beenden. Rechtsanwalt Holger Frisch am 13.03. Das ist Völkermord und Folter, sie gehören vor Gericht und abgeurteilt. In Karlsruhe demonstrierten Juristen vom Bundesverfassungsgericht. Ein Jurist zitierte den Historiker Schwanitz. Das gab es übrigens noch nie, dass Juristen vom Bundesverfassungsgericht demonstrieren. Das hat es noch nie gegeben. In Robe haben die dort demonstriert letztes Jahr. 1933. Und das, was folgte, war ein Versagen der Intellektuellen. Und wenn ich hier sehe, wie sich manche Doktoren aufführen, Menschen wie die Mariana öffentlich an den Pranger stellen, selbst wenn man anderer Meinung ist, das tut man nicht. Wie hier mit der Frau Ventura umgegangen wird, ist eine Schweinerei von das Gleiche. Wenn das Stammtischbrüder machen, ist das für mich eine Sache. Wenn das eine dritte Bürgermeisterin, eine Stadträtin und Ärzte machen und Geschäftsleute, dann ist das für mich ein Versagen von Intellektuellen. Und jetzt noch mal eine Stadträtin und eine Bürgermeister, die noch ein bisschen besonnen sind. Sollte sich das herausstellen und bestätigen, dass diese Krise ein Verbrechen ist, wer trägt dann die Verantwortung zum einen, aber wie auch immer man zur Einschätzung der pandemischen Lage steht, das andere ist der Umgang miteinander. Man wirft uns vor, wir paktieren mit Nazis, Antisemiten und anderen. Dann muss man sich mal fragen, was waren die Methoden der Nazis? Geschichtsunterricht. Solche Schilder hat man uns hingehalten. Wir sollen bitte mal in den Geschichtsunterricht gehen, was eine Diktatur ist. Man soll mal in den Geschichtsunterricht gehen, antworte ich, wie Diktaturen entstehen. Ich glaube, es geht los. Methoden von Nazis. Sie beleidigen, sie betrieben in den Medien Propaganda gegen Andersdenkende, hielten sich für bessere Menschen. Später betrieben sie medizinische und psychische Menschenversuche. Das waren Nazis. Was passiert hier mit dieser Impfung? Professor Wieler, der Reichstierarzt, der uns jeden Tag präsentiert wird, sagt in Phoenix persönlich: Wir gehen alle davon aus, dass im nächsten Jahr Impfstoffe zugelassen werden. Wir wissen aber nicht genau, wie die wirken, wie gut die wirken, was die bewirken. Wortwörtlich. Aber ich bin sehr optimistisch, dass es Impfstoffe gibt. Wo ist denn da der Aufschrei aus der Wissenschaft in Deutschland?
Das ist doch der totale Wahnsinn. Man lässt was auf die Menschen los, von dem man nicht weiß, wie es wirkt, ob es wirkt und was es bewirkt. Ich glaube, es geht los. Das waren Nazis, die das getan haben. Solche Menschenversuche mit Menschen. Das ist unglaublich. Und das Beste ist, da waren die Impfstoffe noch nicht auf dem Markt und zugelassen. Und jetzt vor 2 Monaten im Februar hat der CEO von Pfizer, der Albert Bourla, genau diese Aussage vom Wieler bestätigt. Die wissen quasi im Februar immer noch nicht, was diese Impfstoffe bewirken. Und alle bekommen Angst gemacht, sich in diese Impfung treiben zu lassen. Angst vor dem Virus oder Angst, der Lockdown könnte ewig gehen. Wir müssen uns impfen lassen, damit wir die Geschäfte wieder aufmachen dürfen. Wir sehen im Moment die Geschäftsleute hier. Guckt mal in den Sommer rein, wo wir gerade hinsteuern. Guckt mal in die Nachrichtenmeldungen. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mit dieser Öffnungsstrategie, eventuell mit Terminen, eure Geschäfte wirklich halten könnt? Glaubt ihr das? Ihr geht kaputt, ihr werdet kaputt gemacht. Amazon lacht sich einen weg. Was die Gruppe von Miteinander Mill hier in Miltenberg praktiziert. Und damit kann ich jetzt, da möchte ich nicht pauschalisieren, die Menschen, die dort mitgehen teilweise, sind Menschen, die glauben, wir wären die Bösen und sie täten das Gute. Da kann man in die gesamte Menschheitsgeschichte gucken. Man hat die Menschen gekreuzigt, weil es die Bösen waren. Man hat sie verbrannt, weil es die Bösen waren. Man war der Gute. Im Namen von Religionen, im Namen von Ideologien, immer wenn das Gute glaubt, es wäre im Recht und die anderen wären die Bösen, werden die Menschen verbrannt. In welcher Form auch immer, in der Menschheitsgeschichte. Und das, was Miteinander Mill arbeitet, die Organisatoren, und da gibt es treibende Kräfte, das sind Nazi-Methoden. Und uns sagen die, wir würden mit Nazis paktieren. Wer Nazi-Methoden anwendet, ist Nazi. Und ich erwarte vom Stadtrat, kommen Sie zu sich, Sie tragen Verantwortung in zweierlei Hinsicht. Was die Einschätzung zur Sache angeht, die Informationen stehen zur Verfügung, öffnen Sie sich den Informationen. Wenn Sie sagen, das ZDF hat gesagt, bitte tun Sie es. Gucken Sie, 2 Klicks, 2 Klicks mehr brauchen Sie nicht. Und Sie sehen, die sind Widersprüchlichkeiten und fragen sich, warum sagt mir das ZDF nicht? Warum sagt das der Stolzenberger oder ein anderer Querdenker? Gucken Sie selbst nach. Sie sind verantwortlich für Ihr Wissen und für die Art, wie Sie mit dem Wissen umgehen. Niemand anders, kein Söder, keine Merkel. Sie als Stadträte und Bürgermeister sind selbst dafür verantwortlich. Und die Landräte genauso. Der Hass, den Sie über die Menschen sehen, muss aufhören. Die verunsicherte Stimmung in der Bevölkerung ist immens groß. Das macht Druck, auch auf Sie. Aber wenigstens kommen Sie zu uns, trotz aller unterschiedlichen Ansichten. Und helfen Sie, die Stimmung zu mäßigen, die kocht. Und zunehmend kocht, wenn Sie nicht endlich mit uns reden. Wir laden Sie seit Jahr und Tag ein, mit uns zu reden. Und nichts außer Beleidigungen hat diese Truppe für uns übrig oder ignorieren. Das ist nicht demokratisch. Werfen Sie uns nicht vor, wir seien nicht demokratisch. Wir haben endlose Engelsgeduld. Die ist aber irgendwann auch am Ende. Der Umgang miteinander, ohne Wenn und Aber, dazu sind Sie verpflichtet als Stadträte und Bürgermeister, gerade in Krisensituationen. Die Gesellschaft im Ganzen, aber auch gerade hier im Ort, bricht auseinander. Und hier gibt es treibende Kräfte. Wir brauchen mäßigende und verbindende. Miteinander den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, anstatt uns weiterhin auszugrenzen und zu beleidigen. Stadträte, Bürgermeister, nehmen Sie diese Verantwortung wahr. Und ich glaube, das können wir alle unterschreiben. Ich wünsche euch noch weiter viel Kraft. Eine Psychologin hatte am Freitag im Corona-Untersuchungsausschuss gesagt, das hier, was hier passiert, ist Psychoterror, das ist Psychokrieg und da sitzen Profis hinten dran, die das planen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Hier sind Methoden ausgewalzt worden, die dafür sprechen, dass wir gegeneinander aufgebracht werden sollen als Gesellschaft. Es ist unglaublich, jeder normale Mensch spürt und fühlt, hier stimmt was nicht, nur was den Umgang miteinander angeht. Kommt zusammen. Der eine hat Angst vor dem Virus, akzeptiert diese Angst. Respektiert das. Ängste sind wichtig, ernst zu nehmen, egal welche Ängste. Aber wie wir miteinander umgehen. Und wenn Hass von oben geschürt wird,
Das müsste nochmal jeder von uns merken, gerade in Deutschland. Gerade wir müssten das merken. Und wir merken es nicht, weil es nicht braun angestrichen ist, sondern demokratisch. Danke. Die Marianne hat mich gebeten, nochmal auf die Abstände hinzuweisen. Und ich möchte mich jetzt auch bei der Gelegenheit mal ausdrücklich bei der Marianne bedanken, was die Marianne alles auf sich nimmt, als, ich nenne es mal, Frontfrau von den Freiheitsboden, was die Marianne einstecken muss. Das ist schon der Wahnsinn. Und sie trägt es. Sie wollte eigentlich aufhören mit den Demos, also sprich eine Pause machen, dass es jemand anderes übernimmt. Aber sie hat jetzt gesagt, nachdem die Angriffe so heftig geworden sind, wäre das ja quasi ein Rückzug. Es langt und sie macht weiter. Danke für die Courage. Meine Heldin, die Marianne. So viel Courage muss man erstmal haben, den sie widerstand, so lange zu widerstehen. Fantastisch. Kompliment. Eine andere kleine Geschichte, die mir die Tage begegnet ist, das ist mir wichtig, nämlich und zwar auch an die Stadträte, an die Landräte und an die Presse, an mein Echo und so weiter. Mir kommt am Samstag bei der Seniorenresidenz ein alter Bekannter entgegen, der ist mittlerweile 83 Jahre alt. Läuft den Berg an der Seniorenresidenz hoch mit Maske FFP2, alleine. Verbreitet in der Presse, dass das Wahnsinn ist, diese Maske im Freien alleine tragen zu müssen für einen alten Mann, weil sie verängstigt habt. Hört auf, nehmt den Leuten bitte diese Angst. Einverstanden, wenn wir hier in der Gruppe die tragen, ich halte für Irrsinn, aber okay. Aber wenn alte Menschen aufgrund vom Alter die Maske da tragen, wenn die den Berg hochlaufen, im Freien alleine, hört auf damit, ihr quält die Menschen. Man sieht es denen, wenn man denen ins Gesicht guckt. Die können das vielleicht nicht mehr. Ich arbeite mit dem Arbeitsschutz mit Masken. Da hat jeder das Recht, sich gesundheitlich zu überprüfen lassen, ob er die Maske überhaupt tragen kann, die FFP2. Und jetzt tragen alte Leute vor lauter Verunsicherung die Maske an Orten, wo sie sie überhaupt nicht tragen müssen und schaden sich. Und im Sommer. Das ist eine Schande. Und ich erwarte von Stadtrat und Presse, dass sie das bestätigen wird und sagt, bitte an diesen Stellen nicht. Ihr braucht sie doch nicht zu tragen. Ihr helft euch nicht, ihr helft den Menschen nicht, niemanden. Wenn ihr alleine seid, bleibt maskenfrei, bitte. Ich danke euch und nochmal der Marianne ein riesen Kompliment für den Mut.